Und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, ein paar Tage war ich jetzt nicht mehr im Spiel und auf der einen Seite war ich sehr traurig darüber, weil ich dieses Spiel einfach liebe. Auf der anderen Seite habe ich eine neue Liebe nebenbei entdeckt, und zwar ist das The Witcher 3. Da gab es nämlich ein riesiges Update und irgendwie ist seitdem alles nur noch geil in diesem Spiel. Und ja, wie ihr sicher schon gemerkt habt beim Hochladen, die zwei Spiele stehen jetzt so im Moment in meinem Fokus. Hallo, dich streichle ich noch eben, wenn ich es kann. Ja. Die zwei Spiele stehen so ein bisschen in meinem Fokus und ich versuche es eigentlich auch so zu halten, dass sie jeden Tag hochgeladen werden. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, sollte es jemals einen Tag geben, wo mal nichts hochgeladen wird. Das ist dann sicher ein Versehen von mir. Ja. Ich stehe zu weit. Oh, direkt das Erste, was ich mache, ist natürlich direkt schon mal ein neues Errungenschaft, wollte ich gerade sagen. Ja, obwohl eigentlich ist es ja so eine Art Errungenschaft. Doch, man könnte es so nennen. Ich nehme mir jetzt erstmal hier alles mit. Was ist mit dir? Hallo? Kann ich mit dir was machen? Ich kann dich wegschieben, na toll. Ah, jetzt. Ja, hallo. Ich habe schon wieder alles vergessen. Moment, Eichhörnchen. Eichhörnchen wollen Äpfel haben, oder? Ja, sehr schön. Füttere ein Kleintier. Haben wir auch schon wieder erledigt für heute. Und ihr seht schon, wir haben schon wieder 10.000 von den Dreamworks heißen sie, glaube ich. Ich vergesse es immer wieder. Ich weiß auch nicht. Jetzt bin ich aber gerade am Überlegen. Also ich meine, wir wollten auf jeden Fall die Sache mit Scar machen. Ihr seht schon, ich muss nebenbei beim Reden einfach mal ein paar Sachen einsammeln, weil hier ist das totale Chaos ausgebrochen. Das ist auch ein schönes Kleid, ne? Aber ich habe kein Geld für sowas. Hier ist das totale Chaos ausgebrochen, weil ich, wie gesagt, ein paar Tage nicht mehr da war. Schande über mein Haupt. Und irgendwie das Weihnachtsevent konnte ich auch nicht mehr so richtig machen. Ich hatte auch keine Zeit mehr, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Jetzt muss ich mal schauen. Können wir mit den 10.000... Boah, lauf doch mal da. Ah, Mann. Wir könnten Toy Story was, glaube ich, freischalten. Ja, das können wir sowieso noch nicht freischalten. Die Frage ist, wir haben. Ach so, jetzt habe ich hier die Dings gar nicht. Toy Story, bin ich ganz ehrlich, bin ich jetzt im Moment noch nicht so scharf drauf, weil es halt viel, viele andere Sachen gibt, die ich viel lieber machen würde. Lilo und Stitch gehört übrigens auch dazu. Ich habe jetzt gesehen, dass das Update wohl auch draußen ist. Jetzt haben wir hier unten alles freigeschaltet. Ich würde sehr, sehr gerne die eisigen Höhlen freischalten. Dementsprechend denke ich mal, dass wir dafür am besten das Geld behalten, das Geld, also diese Dream irgendwas behalten sollten. Warum ist das jetzt eigentlich eingekreist? Das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ja, doch, ist mir lieber als das vergessene Land. Doch, doch, doch. Ich würde sagen, wir sparen das für die Eiskönigin auf. Wo wir allerdings noch hin müssen, ist gerade, na ja gut, das vergessene Land nicht, aber die sonnige Ebene davor. Da müssen wir hin und ich vermisse immer noch eine Minimap. Da oben ist es. Ich habe doch jetzt nicht meinen. Nee, ich habe jetzt nicht alles voll. Okay, ich dachte schon. Ich starte die Aufnahme und habe total vergessen, beim letzten Mal alles zu lernen. Das wäre es jetzt noch gewesen. Können wir jetzt? Ja, können wir. Scar, hallo. Was knurrst du mich denn so an? Da bist du ja. Na, sieh mal einer an, wenn das nicht Gameplayerin ist. Es ist viel zu lange her, seit du zuletzt zu Besuch gekommen bist. Ich dachte schon, du würdest dich hier für immer gefangen lassen. Scar? Du bist so süß, darf ich dich hinter dem Ohr kraulen? Genau. Ah, du erinnerst dich also an mich. Vor dem Vergessen warst du einer meiner treuesten Assistenten, als ich über dieses ganze Tal herrschte. Glaubst du wohl selber nicht. Das bezweifle ich. Na schön, wenn du darauf bestehst, du herrschst über den Rest des Dorfes. Aber was die sonnigen Ebenen betrifft, weiß jeder, dass ich der rechtmäßige König bin. Natürlich lohnt es sich nicht, hier zu herrschen, seit der Fluss ausgetrocknet ist. Was ist mit dem Fluss passiert?
Ich kann nur vermuten, dass irgendwas ihn blockiert. Und das Land ist so ausgetrocknet, dass es keine Beute mehr gibt. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Die Macht innerhalb der Säule der Pflege ist erloschen. Und jetzt liegen alle möglichen lästigen, dunklen Kräfte in der Luft. Wenn das nicht bald behoben wird, wird die ganze Ebene zu einem trockenen Ödland. Und das Tragischste ist, es ist alles deine Schuld. Meine Schuld? Was? Ja. Das alles begann, als du das Tal verlassen hast. Aber vielleicht könntest du es mit meiner Hilfe in Ordnung bringen. Warum sollte ich dir helfen? Ja, ich frag mal lieber, warum ist die Säule ausgetrocknet? Weil sie mit dem Fluss verbunden ist, der durch die Ebene fließt. Ohne Wasser ist die Säule völlig kaputt gegangen. Und sie scheint mit ihrem Leben auf der Ebene verbunden zu sein. Wenn eine aufblüht, tut die andere es auch. Aber wenn eine kaputt ist... Sie sind also miteinander verbunden, versorgen sich gegenseitig mit Energie in ein Gleichgewicht. Fast wie eine Art Oval der biologischen Existenz. Ewiger Kreis? Pfui, ja. Aber sag diesen Satz nie wieder in meiner Gegenwart. Der ganze Ärger begann, als etwas den Fluss blockierte. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte, aber ich weiß, dass es zur gleichen Zeit wie das Vergessen begann. Und nicht lange danach fielen diese verfluchten Felsen auf mein Versteck. Seitdem bin ich hier drin gefangen. Nun, war das nicht auch, als du das Dorf verlassen hast? Ich wollte das nicht verursachen. Willst du meine Hilfe oder nichts? Nichts davon ist meine Schuld. Oh, Gameplayerin, jeder weiß, dass es so ist. Aber wenn du das alles in Ordnung bringst, könnte es all die Probleme, die du verursacht hast, wegmachen. Warum sollte ich dir helfen? Weil es dein Platz in der Nahrungskette ist. Das Tal war ein viel besserer Ort, als ich es regierte. Mit dir an meiner Seite. Ich könnte immer mehr Hilfe gebrauchen. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Du bist nicht für der König von Dreamlight Valley, Scar. Vielleicht. Noch nicht. Du bringst mich nicht gerade dazu, dir helfen zu wollen. Nun, wenn das so ist, dann tue es nicht für mich. Tue es, um dem Dorf zu helfen. Die Wiederherstellung der sonnigen Ebene wird das Leben für alle so viel besser machen. Ist das nicht das, was eine gute Herrscherin tun sollte, Gameplayerin? Sag mir einfach, was ich tun muss. Muss ich denn alles selbst machen? Finde heraus, was den Fluss blockiert. Das Wasser kommt aus den Tiefen der Vitalis-Minen, unterhalb der Klippen auf der sonnigen Ebene. Es gibt Minen unter den Klippen? Was wurde dort abgebaut? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, denn es hatte keinen Wert für mich. Durchsuche die Minen, bis du das gefunden hast, was den Flusslauf blockiert. Dann, und vergiss diesen Teil nicht, behebe es. Nur dann wird mein Reich wieder zum Leben erwecken und dir meine Gunst wieder verdienen. Okay. Du hast es geschafft. Hurra. Was habe ich geschafft? Ich weiß es nicht. Aber es sieht irgendwie sehr gleichzeitig süß und... Ja, beängstigend ist das falsche Wort, aber... Ich meine, es ist gar, ne? Wir wissen, dass er vor Mord nicht zurückschreckt. Notiz an mich selbst. In dieser Höhle gibt es einen extrem verbitterten Löwen. Ja, irgendwie... Stimmt das? Ich komme aus der Kiste. Fast 300. Sehr schön. Okay. Es wäre nur schön, wenn wir ihn vielleicht hier drin gefangen halten könnten. Scar, warum bist du jetzt hier draußen? Das Leben ist ungerecht. Vergiss das nie. Gameplayerin, das war mir ein Vergnügen. Nein, wieso ein Vergnügen? Ich wollte dich streicheln. Da stand gerade streicheln. Sauerei. Natur und Pflege, was soll ich machen? Muss ich nochmal mit ihm reden? Du bist nicht sonderlich gut darin, Befehle zu befolgen, oder? Durchsuche die Minen auf der sonnigen Ebene und finde heraus, was den Fluss blockiert. Jetzt lauf und vergiss nie, das bleibt unser kleines Geheimnis.
Der hat ja schon eine geile Stimme, so für Scar, muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber es ist nicht die Originalstimme, meine ich. Ich meine, er sagt ja nicht allzu viel, man hört es nicht so direkt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es war nicht die Originalstimme. So, warum ist der Baum eigentlich blau unten? Jetzt läuft der Kerl hier draußen rum. Ich dachte, das wäre ein Gefängnis. Na gut, andererseits, es ist ja irgendwas, ich glaube, in der letzten Folge passiert, dass das Ganze da geöffnet war. Geöffnet wurde. Und da! Nein, da stand annähern. Oh, ach, was will der? Der will bestimmt irgendetwas, was ich nicht habe, oder? Bären sind immer gut für Vögel. Wie nein? Hä? Toll, ich drücke auf Streicheln und da habe ich auf einmal so ein komisches Eichhörnchen vor mir stehen. Ach, ihr könnt mich doch mal. Jetzt ist der weggeflogen, jetzt weiß ich nicht. Ich habe ihn aber gefüttert eigentlich. Oder wollte er das jetzt nicht haben? Das sah so aus, als ob er das nicht haben wollte. Was ist das eigentlich? Das sieht ja mal cool aus. War das letztes Mal auch hier direkt vor der Höhle? So, ich würde sagen, wir wissen ja, wo wir hin müssen. Wieso habe ich das eigentlich weggetan? Dass wir hier nochmal kurz... Oh, lauf. Dass man hier überall hängen bleiben muss. Das verstehe ich nicht. Also das sind zwei Sachen, die mich jetzt nicht so stören direkt, aber die mir schon auf den Sack gehen stellenweise. Erstmal, die laufen dir immer in den Weg, wenn du irgendjemanden mitnimmst, sei es zum Ernten oder sonst was. Beim Ernten kannst du nirgendwo die ganze Zeit klick, 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 klick machen, weil die kommen immer von hinten oder von vorne angerannt und stellen sich in den Weg, sodass du die automatisch anklickst. Und dann da, wo ich eben drin gewesen bin, in dieser kleinen Sackgasse, da stand ich drin, hab Mutter Gotel dabei gehabt. Und was hat die Alte gemacht? Sich so dämlich in den Weg gestellt, dass ich überhaupt nicht mehr rausgekommen bin. Ich musste die wegschicken, damit ich rauskam, um die direkt danach wieder anzusprechen, damit ich dann halt weiter mit ihr hier in der Gegend rumlaufen konnte. Also das war sowas von dämlich gemacht. Bin ich jetzt hier wieder in der Sackgasse? Moment. Nee, hier ist auf jeden Fall nichts. Ich dachte, hier vorne wäre was gewesen, was man abbauen könnte, aber anscheinend nicht. Dann haben wir hier noch einen. Also ich muss das jetzt mitnehmen. Es tut mir leid, ich weiß, dass ich könnte das jetzt auch alles rausschneiden und so. Wobei ich ja gerne sehr viel rede, während ich irgendwelche Sachen am Machen bin. Den einen geht das auf den Sack. Auch mein komisches Deutsch, weil ich irgendwie nie den richtigen Satz sage, wenn ich zu viel rede und zu schnell hintereinander rede. Aber das könnte auch typisch Frau sein, wobei ich sagen würde, das ist typisch Gameplayerin. Da war Gold dabei. Ich habe schon wieder vergessen, was ich eigentlich damit ausdrücken wollte. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ich möchte das nämlich unbedingt machen, egal ob jetzt online oder offline nebenbei bemerkt, weil ich ja regelmäßig hier auch mal offline, sehr schön, auch mal offline in die Höhle gegangen bin und die Sachen eingesammelt habe. Kann man das später auch noch machen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Und so, das hier oben haben wir schon kennengelernt. Können wir jetzt die Sachen hier reintun? Auch nicht, ne? Das kennen wir ja schon alles hier. Die Sachen haben wir auch dabei. Ja. Erzähle Merlin, was du gefunden hast. Ja, ich habe aber doch noch gar nichts gefunden. Ich habe doch nur das gleiche angeklickt, was ich schon vor Ewigkeiten hier gefunden hatte. Hallo. So. So, ich denke mal, wenn das Wasser zurückkommt, so wie ich es verstanden habe, dass wir da vorne dann auch hin können. Nein, ich wusste, es kommt wieder sowas. Ah. Jetzt will ich aber, weil ich jetzt sowieso weg muss. Wo bin ich denn hier? Da. Gehe ich jetzt nochmal schnell zu Hause rein und lade da jetzt meine Energie. Jetzt liegt der Sack hier vorne. Der war doch gerade noch auf seiner Ebene. Vor allen Dingen, es ist irgendwie komisch, ne? Ich meine, wo Ursula hier rumgelaufen ist. Gut, die kann nur im Wasser rumschwimmen, habe ich gesehen. Habe ich denn? Ja, ich habe noch ein bisschen Platz. Das fand ich ja irgendwie schon ein seltsames Gefühl. Ach, Merlin ist doch immer unsichtbar. Nee, diesmal nicht. Sehr schön. Ja, ich habe es wieder falsch rumgemacht, ich weiß. Ich hoffe, dass er noch da drin bleibt und mir jetzt nicht wieder wegläuft. Obwohl, wenn ich ihn angeklickt habe, ist es meistens so, ich gehe rein und die Leute sind dann weg. Nein, er ist diesmal da. Er hat sich nur versteckt.
Wir müssen für die Zukunft planen. Ich muss eine Richtung finden. Nimm doch einfach die geradeaus und rede mit mir. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Gameplayerin, ich vermute, dass du es mit einer anderen Sache zu tun hast, die über das Schicksal des ganzen Dorfes entscheiden könnte. Aber ich nehme an, das gehört für dich zum Arbeitsalltag dazu. Ich habe einen gewissen mürrischen Löwen in dem riesigen Schädel auf dem Elefantenfriedhof gefunden. Einen Löwen? Du meinst doch nicht etwa Scar? Ja, genau. Er bat mich um Hilfe bei der Wiederherstellung der sonnigen Ebene. Sei sehr vorsichtig, mein Freund. Scar ist genauso heimtückisch wie Ursula. Er arbeitet nicht aus Freundlichkeit mit ihr zusammen. Er verfolgt immer eigene Ziele. Nee, er scheint ganz nett zu sein, vergiss das. Zur Kenntnis genommen, ich werde mich vorsehen. Er hält sich hier für den König und ich bin nur eine seiner Hyänen, genau. Oh, das ist typisch für ihn. Der aufgeblasene, faule Missetäter. Vor allen Schurken im Tal habe ich eine besondere Abneigung gegen Scar. Er weigert sich, meinen Namen zu lernen und besteht darauf, mich der Schwätzer mit den spitzen blauen Feder am Hut und der ungepflegten weißen Mähne zu nennen. Das ist schon irgendwie lustig. Ja, aber wir sind ja höflich, ne? Puh, wie unhöflich. Wirklich unhöflich. Also, was hat Scar dir erzählt? Er sagte mir, wenn ich die Säule der Pflege wieder zum Leben erwecken wollte, müsse ich die Blockade des Flusses in den Vitalis-Minen beseitigen. Die Vitalis-Minen. Ach du meine Güte, die hatte ich ganz vergessen. Ich ging hinein und erkundete sie. Sie sind... Nö, gruselig finde ich nicht. Irgendwie schön, ja. Aber auch irgendwie riesig. Das sind sie. Ich wünschte, ich könnte mich daran erinnern, was dort abgebaut wurde. Der Fluss ist durch die Wurzeln einiger Riesennachtdornen blockiert, die von den Klippen herabgewachsen sind. Meine Magie scheint bei ihnen nicht zu wirken. Ich verstehe. Nun, vielleicht könnte eine profanere Substanz die Nachtdornen an der Wurzel beseitigen. Ich habe eine Notiz gefunden, die jemand in der Mine aufgehangen hat. Einen Schluckauf habe ich auch gefunden. Ein paar Zutaten, die herumlagen, ein paar prickelnde Bonbons und ein Rezept für Rotbier mit extra viel Kohlensäure. Hervorragend! Das bedeutet, dass deine Arbeit bereits zur Hälfte getan ist. Bevor du kamst, gab es nur eine Möglichkeit, die Nachtdornen in Schach zu halten. Zuckerhaltige, kohlensäurehaltige Getränke. Hm? Wirklich? Vielleicht Rotbier? Ich dachte jetzt eher an Cola. Ganz genau. Je schäumender, desto besser. Natürlich wirkt es nur bei den kleinsten, am wenigsten giftigen Nachtdornen. Aber wenn du dieses Rezept verwendest, um ein besonders schäumendes Rotbier zu brauen und es mit dem prickelnden Bonbon kombinierst, das könnte ausreichen, um das Problem an der Wurzel zu beseitigen. Ich lüpfe meinen Hut, obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. Jetzt kann ich die Sachen reintun, okay. Das wäre nämlich jetzt das, was ich jetzt erstmal sonst gefragt hätte. Weil wir haben das Rezept beim letzten Mal ja schon gemacht. Oh, wenn wir gerade hier sind, können wir auch direkt schon mal hier die Dinger mitnehmen. So, dann schauen wir mal. Da-dum, da-dum, da-dum. Ich werde jetzt natürlich nicht hier überall noch mal eine Runde drehen. Vor allen Dingen, ich glaube, die Sachen sind auch noch gar nicht respawned. Doch, da hinten schon wieder was. Oh. Warum respawnen die denn auf dieser Seite? Also, ich werde nicht durch die ganze Höhle durchgehen, das nicht. Aber die beiden Sachen werde ich jetzt noch kurz mitnehmen. Ah, Monster AG. Ja. Ich liebe die beiden Filme. Also, beziehungsweise Monster AG und Monster Academy. Ich fand die total klasse. Ich habe ohnehin fast alle Walt Disney Filme hier. So, darf ich jetzt rein? Ja, jetzt kann ich es reintun. Sehr schön. Ups. Na, bin ich nicht clever.
Das habe ich doch schon gesagt, bevor ich überhaupt den Zettel gelesen hatte. Ich glaube, es war vor 2 Folgen. Ich habe ja leider länger nicht mehr aufgenommen. Sehr schön, sehr, sehr schön. Das heißt, das können wir jetzt auch einsammeln. Boah, 200, das ist schon ordentlich was. Da ist noch Gold drin und eine von diesen neuen Scherben da, diese Vitalis-Scherben oder wie die heißen. Jetzt ist das hier auch wieder neu. Wie schnell respawnt das hier bitte? Ich meine, ist keine Kritik, ne? Also ich würde auch am liebsten immer die Runde laufen und immer wieder alles neu machen, für falls man mal irgendwas braucht. Ich bin ja so jemand, der von Anfang an normalerweise mal alles direkt sammelt. Was bei The Witcher ein bisschen problematisch ist. Oh. Die sah so ein bisschen aus wie Maleficent, oder? Was ist das denn hier? Betreten? Oha. Ist das so eine Art dunkle Parallelwelt oder sowas? Achso, ich kann mich jetzt bewegen. Komme ich da jetzt hin? Nee, ne? Ich will das doch nur anklicken. Okay. Jetzt müssen wir mal den Weg hier frei machen. Achso, ich kann es aber... Ah, verstehe. Vergessen hat, was fallen lassen. Heb es auf. Achso, das lese ich ja jetzt erst. Rückkehr ins Dreamlight Valley. Kann ich dir denn nicht folgen? Die ist da oben hin, oder? Da kann ich dir nicht hin folgen, so wie es aussieht. Jetzt wird es ja hier richtig mysteriös. Ey, jetzt bin ich noch geiler auf das Spiel, ganz ehrlich. Ah, zeige Merlin, was du gefunden hast. Wo ist der? Der da. Der ist immer noch da und studiert seine Ecke und seine Bücher. Das ist gut. Läuft er mir hoffentlich nicht wieder weg. Ach, hallo. Ich muss die Dinger mal aus den Ecken raussetzen. Man bleibt da überall hängen. Oh, diese komischen Steine, die sind grauenhaft. Merlin, ich muss mal mit dir reden. Nein, 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 nein. Oh. Ich kann in die Zukunft sehen. Wenn ihr also Geräusche, weiß ich, dass du mit mir reden solltest. Wenn ihr Geräusche machen wollt wie ein kleiner, bösartiger Gnom, da denke ich gerade an jemanden, dann versucht jemanden anzusprechen in diesem Spiel, der direkt vor dem Ausgang steht. Das ist grauenhaft. Möchtest du dies weitergeben? Leblose Kugel der Pflege. Oh, okay. Brauche ich die denn nicht mehr? Oh, oh, hallo. Wie ich sehe, hast du das Problem des Flusses in der sonnigen Ebene behoben. Aber nach deinem Gesichtsausdruck zu schließen, gibt es etwas anderes, das dich bedrückt. Komm schon, raus damit. Als ich aus den Vitalis-Minen kam, sah ich das vergessen. Erstaunlich. Hör jetzt nicht auf. Wie geht es weiter? Merlin, das Vergessen sah aus wie... wie... ich? Also war doch ich das mit Flügeln und Hörnern? Habe ich am Anfang auch gedacht, aber dann habe ich gedacht, ne, es gibt ja auch noch eine Disney-Figur, ne, Maleficent. Die hatte halt auch diese Flügel und diese Hörner. Wie... du? Hi, Dettaus. Das ist sehr verwirrend, Gameplayerin. Lass mich darüber nachdenken. Nun, es wäre eine Möglichkeit, dass das Vergessen ein Splitter von dir ist, der zurückblieb, als du das Tal vor langer Zeit verlassen hast. Ein Splitter von mir? Wie soll das gehen? Wenn wir älter werden, gibt es immer Teile von uns, die wir zurücklassen. Teile von uns, die nicht mehr... Ich nehme an, man könnte sagen... zu uns passen. Aber nur, weil wir mit einem Teil von uns abgeschlossen haben, bedeutet das nicht, dass dieser Teil von uns mit uns fertig ist. In diesem Fall könnte sich das alles buchstäblich manifestiert haben. Merlin, ist das alles meine Schuld? Nein, nein, Gameplayerin. Ich versichere dir, dass nichts davon deine Schuld ist. Ursache und Wirkung sind kompliziert. Die einfachste Aktion kann zu unerwarteten Reaktionen führen. Hm, ich sag nur zurück in die Zukunft.
Und hier im Tal sind die Dinge besonders kompliziert. Alles, was zählt, ist das, was du in deinem Herzen trägst. Wir alle wissen, dass du nur das Beste für das Dorf willst. Wir müssen das wieder hinbiegen. Nun, ich habe immer schon gewusst, dass du der Schlüssel zur Wiederherstellung unseres Tals bist, Gameplayerin. Apropos Wiederherstellung von Dreamlight Valley. Das Vergessen hat das fallen gelassen. Ah, die Kugel der Pflege. Damit können wir die Säule auf der sonnigen Ebene wiederherstellen. Nicht so schnell. Irgendwas stimmt damit nicht. Sie ist so trüb. Ja, ich sehe es. Nun, diese Kugel bezieht ihre Energie aus dem natürlichen Leben. Als du sie zum ersten Mal in die Säule auf sonniger Ebene gesetzt hast, brauchte sie ziemlich lange, um aufzublühen. Aber dann verwandelte sie eine trockene Wüste in eine üppige Oase. Du musst sie von der Säule auf den Boden pflanzen und der Natur in Lauf lassen. Das klingt, als würde es eine Weile dauern. Nun ja, aber es gibt keinen Grund, warum wir der Natur nicht mit ein wenig Magie auf die Sprünge helfen können. Wie meinst du das? Ich habe mich endlich daran erinnert, was wir früher in den Vitalisminen abbauten. Es waren keine seltenen Edelsteine oder Edelmetalle. Dort gibt es Kristalle, die in Verbindung mit einigen anderen magischen Zutaten die Flora rund um das Dorf mit viel größerer Geschwindigkeit wachsen lassen. Was normalerweise Monate gedauert hätte, dauert jetzt nur noch wenige Tage. Zuerst musst du einmal einige Vitalis-Kristalle aus den Minen abbauen. Dann stelle das wundersame Wachstumselixier daraus her. Hey! Ich habe aus Versehen geklickt. Nein, ich hasse das. Sobald du alles erledigt hast, sprich mit mir und ich erkläre dir den nächsten Schritt. Und jetzt fort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Mann, mein nervöser Zeigefinger schon wieder. Ich habe heute auch aus... Ich kann auch nicht mehr reden heute. Ich habe heute aber auch so Zuckungen, das wollte ich eigentlich sagen. Stelle den Gegenstand wundersames Wachstumselixier her. Wahrscheinlich... Ja, soll ich das kochen oder was? Oder? Ich kann das doch nicht an der Werkbank herstellen. Wie soll ich denn Elixiere herstellen? Nein. Drück. 20.000 Bananen, alle innerhalb von ein paar Sekunden. Ja. Schwupps. Das nehmen wir noch schnell mit. Kommst du näher? Das sieht bei nach Ariel aus, wenn ich die Fische richtig deute. Ja, Ariel, sehr schön. So. Aber da steht doch nicht drin, wie, oder? Stelle den Gegenstand... Ne, steht nicht drin, wie. Aber hier sind ja nur Kochrezepte, deswegen... Dann muss ich das tatsächlich an der Werkbank machen, ne? Ach, jetzt lauft doch nicht immer. Wir haben ja noch andere Sachen, haben wir auch schon an der Werkbank gemacht. Und er meint ja auch irgendwas von diesen Kristallen, genau. Ah ja, ich bin einfach nur doof, okay. Ich könnte zweimal Dreamlight herstellen, also 500. Und brauche natürlich 1000. Wie viel brauche ich denn davon? Eigentlich nur eins, oder? Wenn ich jetzt erstmal dieses Elixier herstelle, muss ich dann trotzdem noch das mit dem Dreamlight machen? Ich meine, gut, andererseits muss ich dazu sagen, wir stellen das einfach mal her, weil dann haben wir nämlich wieder noch ein bisschen mehr, was wir dann, ne? Weil 1000, ja gut, dann haben wir immer noch die 10.000 übrig. Fruchtbare Erde, dafür brauchen wir fruchtbare Erde, sehr schön. Ja gut, Kristalle, das ist ja sowieso... Okay, offenbar brauchen wir nur einmal. Das ist gut. Benutze in deinem Rucksack, um deine Gießkanne zu verbessern. Um meine Gießkanne zu verbessern. Okay. Wieso meine Gießkanne? Ich bin gerade überfordert. Moment. Was hat meine Gießkanne jetzt damit zu tun? Muss ich jetzt da alles gießen oder was? Eieiei, es wird heute mal eine etwas längere Folge wieder. Ich merke das schon, aber ich möchte das so ein bisschen abschließen. Also, wenn wir jetzt nur noch irgendwas machen müssen, dann, ja. Oh,
Oh, hallo. Bravo, du hast es geschafft. Deine Gießkanne strotzt nur so vor magischer Vitalität. Der letzte Schritt ist simpel. Pflanze die Kugel der Pflege... Ach so, ja klar, wir sollen hier... Pflanze die Kugel der Pflege vor die Säule in der sonnigen Ebene in die Erde. Dann sorge dich um sie, bis sie wächst. Dieser Teil bedarf etwas Geduld, Gameplayerin. Alles dreht sich um die Pflege der Kugel, bis der Funken Magie zurückkehrt. Okay. Danke, sehr freundlich von dir. Ja, kein Thema. Die Säule ist vermutlich das Ding, was da unten war, ne? Ah, nee, ach halt, ich bin jetzt... Ach, Quatsch. Ich bin ja gar nicht in der sonnigen Ebene. Wo war denn hier die Säule? Wahrscheinlich total versteckt. Ska, könntest du mir bitte sagen, wo hier die Säule war? War die nicht... Nee, da hinten auch nicht, ne? Doch, da hinten. Ha! Aber wie soll ich das jetzt... Soll ich jetzt hier was ausbuddeln oder was? Oder? Samenpflanzen? Ach, das geht als Samen durch, okay. Nein, halt. Kümmere dich um die Kugel. Das kann ein paar Tage dauern. Oh je, oh je. Naja, gut. Ja, ich gehe mal ein bisschen nach hier rüber, damit das nicht... Oh, da ist noch was. Damit das nicht ganz so laut ist. Ah, sehr schön. Stimmt, immer bei den blauen ist, glaube ich, dieses Streamlight drin. Ja, ihr Lieben, ihr wisst wahrscheinlich, was jetzt kommt. Wenn da sowieso steht, dass das noch ein paar Tage dauern wird, dann mache ich das nebenbei. Eigentlich müsste ich dann immer aufnehmen, weil es kann natürlich immer was passieren in dem Moment, wenn ich das gieße. Das ist ein bisschen blöd. Ich mache das dann nebenbei, kümmere mich um die Kugel. Und ich bin gerade am Überlegen, was wir eigentlich noch alles machen wollten, ehrlich gesagt. Theoretischerweise müssten wir mit Christoph noch weitermachen, damit wir zur Eiskönigin kommen. Theoretischerweise, praktischerweise. Ach nee, wir haben ja die Eiskönigin auch freigeschaltet. Da müssten wir ja eigentlich auch noch was machen. Da müssten wir mal reingehen in der nächsten Folge, damit wir da auch mal weitermachen. Weil ich würde unheimlich gerne die Sache mit der Eiskönigin machen. Und ja, ich würde sagen, das wird dann die nächste Aufgabe werden. Ich lasse jetzt erstmal Ska oben noch drin. Beziehungsweise es ändert sich dann, glaube ich, gleich noch. Und bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge denke ich, dass wir dann mit der Eiskönigin weitermachen werden. Sie mal in ihren Reich besuchen werden. Ja, doch, müsste eigentlich dann die Eiskönigin sein. Anna konnten wir, glaube ich, noch gar nicht finden irgendwo. Und ja, kein Und. Bis zur nächsten Folge. Ciao.